Hi, grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue & Grill. Heute machen wir unseren Rinderbraten aus dem Dutch Oven. Was ich dazu alles brauche und wie es funktioniert, gleich nach dem Intro. Also, bleibt dran! So, dann kommen wir zu den Zutaten. Da habe ich einen Dutch Oven FT45, eine Grillzange, einen Kochlöffel, da habe ich ein bisschen Wasser, da habe ich ein Öl zum Anbraten. Da habe ich einen Rinderfond, ist ein Kalbsrinderfond. Da habe ich dann ein Glas mit einem Löffel. Da wird dann die Maisstärke angerührt. Da habe ich einen Tomatenmark. Da haben wir so ein Wurzelgemüse, das ist ein Lauch. Karotten, Sellerie, gelbe Rübe und hinten ein bisschen Petersilie. Da habe ich dann einen Paprika, einen geräucherten Edelsüß. Da habe ich dann ein Pyramidensalz, also ihr könnt jedes Salz nehmen. Und da habe ich 1,6 Kilo Entrecot, das Fett herum, das harte habe ich weggeschnitten, das mag ich nicht. Einen Rotwein gibt es keinen, weil ich mag keinen Wein, wir machen das ohne Rotwein, wird trotzdem gut, glaubt mir es. Dann fangen wir jetzt an, dass wir das Fleisch einmal salzen und dann anrösten. So, kommt einfach ein bisschen Salz drüber. So, Pyramidensalz, das reibe ich einfach ein wenig ein. Und jetzt brate ich es ein wenig an. Heute machen wir es einfach. Heute haben wir die Sisselsohn. Da kommt ein bisschen Öl dazu. Und dann lege ich das Fleisch da rein. Und das lasse ich jetzt einfach von alle Seiten anbraten. Dann geht es weiter. So, und den Fettdeckel, der oben war, den habe ich runtergeschnitten, gefällt mir so besser. Jetzt drehe ich es noch ein wenig umeinander. So, das Fleisch ist draußen. Jetzt kommt mein ganzes Gemüse da rein. Das lassen wir jetzt da ein wenig anrösten. Da kommt auch ein wenig Salz dazu. Gehen wir da ein wenig rein. Kommt ein bisschen Paprikapulver. Das kann wieder anrösten. Ungefähr 2 Esslöffeln. Und da Tomatenmark. Circa 2 Esslöffeln. Das rösten wir auch ein wenig an. Dann vermischen wir das alles. Dann kommt da 1/4 Liter Wasser. Mein Kalbsfond, das sind auch jeweils 1/4 Liter, also 1/2 Liter kommt da noch. Und das Ganze lassen wir jetzt da ein wenig aufkochen. So, das köchelt jetzt. Jetzt sehen wir, das ist sogar schon ein wenig dicker geworden. Legen wir jetzt einfach das Fleisch dazu. Das habe ich am Griller dabei warm gehalten. Da ist das Fett. Das lege ich da daneben hin. Das kann ich nachher dann schön raus tun. Da haben wir noch ein bisschen Petersilie. Topf drauf und jetzt kommt es auf den Grill. Heute machen wir das Ganze entspannt auf dem Gasgrill. Den Gasgrill habe ich indirekt eingerichtet. Die Brenner sind an, in der Mitte ist nichts. 180 Grad und das lassen wir jetzt ein paar Stunden köcheln
Hin und wieder werde ich Wasser nachleeren. Aber wenn es soweit ist, da hole ich wieder dazu. Jetzt habe ich noch was unterschlagen. Im Pfeffer. Schauen wir da mal rein. Da habe ich so eine gute Pfeffermischung. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Pfeffer rein. So. Also, da ist im Pfeffer vorher rein. Ich habe jetzt auch nicht an. Da können wir da ein wenig rein. Da. Deckel wieder drauf und weiter geht's. So, da, zwei Stunden sind vergangen. Schauen wir da mal rein. So schaut's aus. Ich drehe jetzt einmal um. Nachgießen tue ich da nichts mehr, weil das sollte ein wenig dicker werden, die Sauce. Das lassen wir so. Jetzt lasse ich es noch eine halbe Stunde und dann ist fertig. So, da, die halbe Stunde ist vorüber. Das Fleisch kommt kurz einmal raus, da. Das ist das Fett, das da mal raus. Da habe ich jetzt einfach eine Stärke in Wasser gelöst. Zwei Esslöffeln. Rühren wir da ein. Und ich tue es gern pürieren, das Ganze. Da schaut es her mal. So schaut es aus. Alles hat nicht püriert, aber es liegt an meinem Pürierstab. Und da kommt jetzt Fleisch wieder rein. So. Und dann darfst du noch ein bisschen schmoren. Dann gehen wir rein und schneiden auf. So schaut's aus. Hört sich dies an. Da schneiden wir es jetzt halt eine Scheibe runter. Das zerfällt ja richtig schön. Schaut mal her, da. Also ein Stückchen nehmen wir. Auf euch! Das ist quasi kein Besteck nicht da. Schaut euch das an. Das müsst ihr unbedingt einmal nachmachen. Probiert das. Geht wirklich einfach, schmeckt herrlich, geht im Dutch-Ofen. Ich habe es im Gasgrill gemacht. Probiert das. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal da oder dort. Ich darf mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue and Grill und tschüss.